schön. Ich freue mich riesig auf das nächste Workout mit euch. Und zwar, was steht auf unserem Trainingsplan? Ich möchte heute gerne mit euch ein Express Sixpack Workout unternehmen. Hört sich super anstrengend an, ist es aber nicht. Das ist ein Workout, was ihr hinter anderen Workouts verknüpfen könnt. Zum Beispiel, wenn du 20 Minuten, 30 Minuten Hula-Hoop-Reifen hullerst, dann kannst du das direkt dahinter knüpfen. Oder wenn du so ein Seilspring-Workout hast, kannst du diese Übung direkt dahinter knüpfen. So, das ist schon mal erledigt. Was möchte ich euch noch sagen? Und zwar, wie sieht es heute aus? Wir haben drei Blöcke heute, das heißt, wir haben vier Bauchübungen, die miteinander verknüpfen werden. Jede Übung werden wir achtmal hintereinander wiederholen. Und wenn wir das eine erledigt haben, nehmen wir dann die nächste Übung, die wird dann auch nochmal achtmal wiederholen. Und das wiederholt sich dann immer wieder verschiedene Übungen. So, ich würde sagen, Warm-up haben wir nicht, weil du ja schon ein Workout hinter dir hast. Deswegen sage ich, wir starten direkt mit einer intensiven Bauchübung. So, das machen wir. Wir legen uns auf den Rücken. Immer ganz wichtig, wenn wir Bodenübungen machen und Bauchübungen, den Rücken in die Matte reindrücken, so dass du hier keinen Platz hast. So, erste Übung, wir gehen erstmal die Übung durch und dann starten wir auch direkt. Füße hoch, Blick nach oben, Kinn weg von der Brust und wir kommen langsam hoch, halten kurz, gehen wieder runter. Die Übung machen wir dann nochmal schnell. Dann legen wir die Füße runter und gehen zur Seite. So, was machen wir dann? Dann Becken hoch, anspannen, lösen. Das sind die vier Übungen, die jetzt hintereinander achtmal wiederholen werden. So, Position einnehmen. Füße so oder so, darfst du selber entscheiden, wie du es gerne hast, wie du dich besser fühlst. So, ich nehme die Füße runter, drücke meinen Rücken in die Matte, Schulter hoch, Kinn hoch, Daumen an die Stäbe und einmal umdrehen, Nacken festhalten, Blick nach oben und langsam hoch. Eins, zurück, zwei, zurück, oben ausatmen, unten einatmen. Vier, fünf, sechs, sieben, letzte Runde, acht und jetzt einmal schnell. Eins, zwei, drei, ausatmen, ausatmen. Sechs, sieben, acht, Schulter bleiben oben, einmal in Decke zur Decke gucken lassen und eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, meine Lieben. Halten, Seitenwechsel, Schulterbein schön hoch, Blick zur Decke. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, Schulter lösen, Zehenspitzen hoch, Becken zur Decke. Eins, Po anspannen, noch mehr. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ohne Pause. Wiederholen. Eins. Anspannen. Ausatmen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Gib mir acht und schnell. Eins. Zwei, drei, anspannen. Sieben, acht, Übungswechsel. Schulter bleiben hoch. Zwei, drei. Becken ist fest, nur die Seiten arbeiten. Sieben, wechseln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Arme nach unten, Becken nach oben. Super. Oben anspannen, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Perfekt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Halten. Acht Sekunden. Eins, zwei, drei, vier. Bauch ist fest. Sieben, acht. Lösen. Perfekt. Erste Block überstanden. Einmal lockern. Abklopfen, mach dich schön lang, rütteln und schütteln. Wir machen mit der nächsten Runde weiter. So, meine Lieben, was haben wir als nächstes? Füße hoch, Knie anziehen, schön nebeneinander die Knie, Kopf wieder nach hinten, die Zehenspitzen einmal tippen. Das ist die erste Übung. Die zweite Übung, machen wir nochmal schnell. Die beiden
Schulter hoch, Bauch in die Matte drücken und jetzt geht's los. Eins und zwei und drei. Komm, Bauch ist angespannt. Ausatmen. Super. Fünf und sechs und atmen nicht vergessen. Sieben. Perfekt. Acht. Super. Und einmal in Schritt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm, zieh deine Knie an. Sieben, acht. Runter. Becken hoch. Eins, zwei. Komm, Becken schön hochdrehen. Genau. Vier, fünf. Die Füße nicht absetzen. Sechs. Sieben, Bauch ist fest. Acht, kurz atmen und zur Seite kippen. Eins, schön langsam. Zwei, versuch dein Rücken auf Boden zu behalten. Genau. Drei. Und einer. Vier. Super. Und noch einmal. Fünf. Schultern sind fest auf dem Boden, nur dein Becken dreht sich. Sechs. Super. Gib mir noch zwei. Und noch ein letztes Mal. Und versuch ein bisschen tiefer runter zu gehen. Genau. Und acht. So, meine Lieben. Ohne Pause. Neun Füße hoch. Nacken festhalten. Schulter hoch. Bauch ist angespannt. Wir ticken. Und nochmal. Zwei. Und ausatmen. Perfekt. Blick nach oben. Drei. Und noch ein bisschen. Vier. Und fünf. Perfekt. Sechs. Atmen nicht vergessen. Bauch ist angespannt. Schultern sind oben. Gib mir ein letztes Mal. Und wir werden schnell. Sieben. Sieben. Zwei. Sieben, acht, so, Knie anziehen und davor und dein Becken hoch. Super. Wenn du hochkommst, schön ausatmen und lösen. Drei, vier, fünf, super, sechs, sieben und acht. Das machen wir jetzt langsam zur Seite. Super. Versuch die Knie angezogen zu behalten und schön zur Seite. Perfekt. Rücken auf den Boden, nur dein Becken. Drei. Mitte. Vier. Mitte. Vier. Mitte. Fünf. Mitte. Fünf. Super. Komm, noch zwei. So, zwei, zwei, eins und eins. Perfekt! Block Nummer zwei auch erledigt. Du merkst deinen Bauch, die Muskeln brennen, das ist schon mal gut. Machen wir mit der nächsten Übung weiter. Die Füße kommen hoch. Ich habe das immer gerne, wenn ich die Handfläche oder meine Hand unter meinem Po habe, dann habe ich noch so eine Stütze für meinen Rücken. So, die Füße kommen schön hoch, die Zehenspitzen gerne nach hinten drücken und nochmal überkreuzen. Tief runter. Je tiefer du runter gehst, desto besser. So, die einfache Version, runter, anziehen, hoch. Die Max-Version, tief runter und nochmal hoch. So, nächste runter, nochmal zurück, Schulter hoch, Nacken festhalten. Abwechselnd zu den Zehenspitzen. Schön hoch, hoch. Immer hoch bleiben, Schulter bleiben hoch. Dann zur Seite. Eins, zwei, abmachen. Dann die andere Seite. Abmachen. So. Was steht noch an? Hab dein Trainingsplan vergessen. So, was machen wir?
Super, 8. Und nochmal. 2. Und nochmal. Schulter kreisen haben wir schon.